Okay, für diejenigen, die kein Englisch können, was heißt das? Was? Für diejenigen, die kein Englisch können, was heißt das? Ja, dass ich ihn vernichten werde. Ja, wenn man es wirklich wortwörtlich übersetzt, ja. Oh, shit. Egal. Imperial. Was sind das für eine Gilde? Weiß das zufällig jemand? Nee, keine Ahnung. Ja, der ignoriert uns. Der wird wahrscheinlich nicht an. Schade, dass man keine Spiele angreifen kann. Das wäre richtig cool. Das wäre aber brutal, weil am meisten bei Anfängern. Würde ich mit Level 90er hier, genau hier hingehen und warten, bis die da oben alles spawnen und dann. Ist ja das Problem. Das machen leider viele. Hast du nicht bei dem Spiel auch gehabt? Karte alles frisch geladen lassen. Ich habe das immer so gemacht im alten Yokohama Village. Ich habe da irgendwie MC6 gespawnt, habe die Leute in die Gruppe eingeladen und meinte so zu denen: Ja, greift mal an, ich helfe euch. Angegriffen, ich bin abgehauen, die sind gestorben. Sollte man nicht machen, aber. MC-Karten sind ja auch Akten, oder? Nee. Boah, das wäre ja übelst crazy. Dann wärst du richtig am Sack. Ja. Weil wenn du zum Beispiel Dark Tower leveln gehst, dann kurz AFK bist oder so, oder halt generell nicht digitieren Ach, kannst. Ach, warum habt ihr schon beschworen? Wieso nicht? Ja, läuft hier ganze Zeit rum. Oder in... Das würde ich sagen, das ist ja, jetzt greift er wieder an. Ey, was ist das? Weißt du, der antwortet nicht, aber sofort gespawnen. Ich glaube, der hat ein Boot. Gut. So, das hat wie das heißt. Was, der hat ein Boot? Bot. Achso. Und dem, was du so vorhin geredet hast. Ja, ja, Bot. Bis zu welchem Level kann man gut leveln im Dark Tower Island? Erst einmal hier. So, jetzt nochmal was. Bis zu welchem Level kann man gut leveln, der Dark Tower Wasteland? Ja, seitdem die ganze Map da verunstaltet haben. Kann dir eine Liste geben? Ich würde eigentlich gar nicht mehr dahin gehen. Also, ich level immer von 1 bis 16 da in Yokohama. Kleiner Level Guide jetzt hier am Rande. Dann gehe ich von Level 16 bis 25 Wilderness Area, je nachdem welcher Typ du halt bist. Also ich habe eine Level Guide, wo ich halt immer nachgehe. Dann weil ich von Level 1 bis 11 bei Yokohama, von 11 bis 16 dort und dann nochmal weiter. Ja, auf jeden Fall dann bis 35 Rune to Strike bei Megadramon oder wie die Dinger da heißen. Da kriegst du halt auch Gizmon-Karten, die du verticken kannst. Und ab dann gehst du Wild Island, Silver Lake. Da kannst du bis, locker bis 50 leveln, bei Woodman und so. Da level ich halt immer bis 50. Dann kannst du eine Map weitergehen zu Divimeramon, da kannst du bis 60 leveln. Und dann kannst du eigentlich schon Waterfront gehen oder so. Je nachdem, wie schnell du halt bist oder. Naja. Was für Food du halt brauchst. Okay, danke. Ja. Oh, ich glaube, je nachdem, wie ich Bock bin. Der Karte. Ja. Oder ist der Individual einfach noch zu klein?
klein. Ja, 3,5er, ne? Hey, das sieht aus, als ob da gespoten laufen würde. Sieht aus wie so eine Actionfigur. Ja, aber dann greift er damit Champion. Ist ja richtig unverschämt. Die Freche. Oh, Alex. Alex ist gemutet, Mann. Einfach mal anstupsen, vielleicht kommt er ja auch. Können wir dann mal goodbye sagen. So. Bin dann jetzt mal weg, Freunde. Jo, ich auch. Danke fürs Karten und. Alles klar, ich danke euch. Ich habe den Geschmäcker-Level frei. Jo, gezählt. Okay, dann gute Nacht, Leute. Jo, gute Nacht.